eigentlich. Unfassbar. Auf der einen Seite sagt man ja, was für ein Zufall, so. Auf der anderen Seite, ja, wenn es anders gewesen wäre, wären wir nie da gewesen, so. Und vielleicht gibt es ja auch, vielleicht gibt es ja auch noch Millionen andere Erden irgendwo im Universum. Weiß ja keiner. Gibt ja auch Millionen Sterne am Tag, die sterben. Keine Ahnung. Ja, allein in unserer Milchstraße, da sind so dermaßen viele Planeten, die noch unentdeckt sind. Und, ne, und da musst du ja überlegen, gibt noch zig Millionen andere Milchstraßen so. Und da sind dann auch nochmal zigtausende von Planeten und so. Und da dauert, das wird noch so lange dauern, bis das alles erkundet ist. So, die bauen ja jetzt gerade wieder ein neues Teleskop. Es gibt ja das Hubble-Teleskop, ja, was jetzt mittlerweile im All ist, was richtig üble Aufnahmen liefert und so. Und die sind halt direkt danach, haben sie sich an der Arbeit gemacht, noch heftigeres Teleskop zu machen. So was halt noch, so, das kann man sich einfach nur gar nicht vorstellen. Die wissen ja selber noch nicht mal, was die damit erkunden werden. So heftig ist das. So, wenn du jetzt mal überlegst, so, ja, warten wir mal noch so 10, 20 Jahre ab. Ich will gar nicht wissen, was die alles finden. Das muss ja richtig abnormal sein. Ja, vor allem aber auch, sag ich mal, was so Erkundungen angeht, ey, das dauert ja unfassbar lange. Man kann ja bald schon sagen, der Typ, der die Rakete mit der Sonde da hochschießt, weiß, der ist tot, bevor er überhaupt weiß, was die Sonde gefunden hat, weil das so ewig dauert, bis die mal angekommen ist. Ja, mit den Sonden, das ist so eine Sache. Keine Ahnung, also so Teleskope finde ich ja schon viel sinnvoller, als da irgendwelche Sonden hinzuschicken, weil vor allem das Hubble-Teleskop, das kann auch verschiedene Daten herausnehmen, zum Beispiel ob jetzt ein Planet eine Atmosphäre hat oder sonst irgendwas, das kannst du damit sehen. Ja, 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 klar. Das ist halt irgendwas mit der Lichtbrechung am Rand der Kugel halt, sagen wir mal, du hast jetzt die Erde so und dahinter ist halt die Sonne, die das Licht so macht und wenn du jetzt siehst, ja, ne, nicht dahinter die Sonne. Ja doch, dahinter, weiter hinter ist die Sonne, aber hinter der Erde fliegt jetzt irgendwie der Mond vorbei, sagen wir mal. Und wenn du dann genau da, wo die Atmosphäre ist, so eine kleine Lichtbrechung siehst, so dass der Mond halt irgendwie ein kleines bisschen dunkler ist, oder eher gesagt, die Erde, boah, keine Ahnung, wie ich das erklären soll, aber so erkennst du halt, ob ein Planet eine Atmosphäre hat, so, das ist halt irgendwie voll komisch, so, das sieht man halt. Ja, das ist aber so übertrieben, finde ich schon, was die alles aus so Daten rauslesen können, ne? Jo, vor allem so Infrarotaufnahmen sind heftig. Ja. Alles nur aus so ein bisschen Licht, sag ich mal, ne? Ja. Aus so ein bisschen Licht, da lesen die auch die tollsten Sachen raus. Der hat eine Atmosphäre, der hat keine, bei dem ist, da geht das ab. So, bei dem geht das ab. Und du denkst ja einfach nur so als Normalstäbchen, denkst du so, what the fuck, woher soll man das denn alles wissen? Und die lesen das nur. Vor allem frage ich mich auch, wie genau das geht, so, weil die Lichtstrahlen überlagern sich doch immer wieder. So, von anderen Planeten und so, das überlagert sich ja alles immer wieder. Wie meinst du? Ja, guck mal, es gibt so viele Sterne, da kommen so viele Lichtstrahlen zusammen, die dann auf das Teleskop, sage ich mal, treffen, aus verschiedenen Entfernungen und so weiter und so fort. So, weißt du? Ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, ich habe da eine Lampe und ich sehe jetzt das Licht der Lampe, sondern musst so vorstellen, du hast so 3 Millionen verschiedene Lampen nebeneinander, die verschiedene Farben haben, verschiedenes Licht senden, so. Wie willst du? Ja, vielleicht können die das da irgendwie ausfiltern, sodass die sagen können, ja, wir wollen jetzt nur einen bestimmten Bereich sichtbar machen. Müssen die ja irgendwie, aber keine Ahnung, das ist einfach so unwirklich. Ja, das kann man sich so irgendwie gar nicht wirklich vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber was ich mich halt, gut, dafür bräuchte man halt Sonden, um zu wissen, woraus entsteht die Atmosphäre von dem und dem Planet. So, das kannst du ja schlecht mit dem Teleskop herausfinden. Da musst du dann schon irgendwie Sonden hinbringen. So, das Problem ist halt nur, dass die meisten Sachen, die wir noch nicht erforscht haben, zu weit weg sind. So, und der Antrieb einfach, gut, es gibt einen Ionenantrieb mittlerweile, aber ist ja auch schon irgendwie veraltet und auch zu schwach, zu leistungsschwach. Du kannst aber, meine ich, du kannst schon herausfinden, aus was eine Atmosphäre besteht. Wie denn? Das geht auch über das Licht. Das haben die doch bei der Sonne auch. Die können über das Licht, was die Sonne zum Beispiel aussendet, können die feststellen, welche Elemente auf der Sonne vorhanden sind. Was, WTF? Ja, weil jedes Element ein bestimmtes Licht aussendet, sage ich mal, sozusagen. Und es gibt dann, wenn die so ein Spektrum von der Sonne dann aufnehmen, dann haben die da bestimmte Lichtbereiche drin und bestimmte Lichtbereiche fehlen aber auch so. Und die werden dann absorbiert, glaube ich,
Die werden ab so... Boah, ich habe dort alles gehabt in Physik mal. Was passiert denn jetzt? Hallo? What the fuck? Was denn? Mein Dingen ist weg. Ja, dann hast du zu viel platziert. Ach so. Ey, das ist so eine... das ist so ein Dreck, ne? Der wollen mich verarschen. Ich wollte, hab gerade das letzte Item reingemacht und wollte als nächstes die Sonne reinmachen, ne? Und jetzt kann ich das nicht. Toll, jetzt muss ich erst verbrennen, oder was? Toll. Ja. Toll. Naja, gut, mach ich gleich nochmal. Ne, wie war das nochmal? Du hast verschiedene Spektren, die dann, irgendwie, also du siehst verschiedene Farben des Lichtes und verschiedene Bereiche des Lichtes bleiben schwarz. Und die schwarz bleiben, das sind dann, glaube ich, die Elemente, die kommen von den Elementen, die auf dem Planeten vorhanden sind. Weil das absolut... Aber wie war das denn? Boah, fuck, Alter. Boah, ich bin so schlecht. Ich weiß gerade nicht. Ich bin so schlecht, das gibt's echt nicht. Sowas muss ich wissen. Wo ist denn das Radio hin? Ach, da. Wasserstofflinien. Die Sonne hat auf jeden Fall Wasserstoff. Aber das finde ich auch so hart, weißt du? Die Sonne macht das, ist da so ein dickes Kernfusionsreaktor-Ding irgendwo im Weltall. Und wir überlegen uns hier auf der Erde, ja, wie könnte man das denn machen? So. Sie sollen einfach mal die Solarzellen weiterentwickeln. Boah, ich finde das voll schwachsinnig mit den Solarzellen. Ich finde, die ja, sollten... Ja, jetzt sind die auch Schwachsinn, weil die sind einfach zu teuer für einen Laien so und die werfen einfach zu wenig ab. Ja, richtig. Ich finde, die sollten einfach hingehen und sollten hier Tesla, freie Energie, da sollten die weiter forschen mal. Machen die nicht, das sind Konzerne, ja, die wollen gucken. Ja, richtig, da finde ich so das, behindert. Das ist genau das, was uns aufhält. Diese behinderten scheiß Großkonzerne, Alter. Das finde ich doch mit am behindertsten, wenn ich ehrlich bin. Dass so geile Sachen, sag ich mal, dadurch einfach unterdrückt werden. Weil die Welt, wir könnten so schnell vorankommen, wir könnten so geile Sachen entwickeln. Nur wenn irgendjemand was Geiles entwickelt, dann, was denen nicht passt, sagen die so, nö. Geh mal weg. WTF? Was hast du gemacht? Ich hab den Bildschirm aus dem Fernseher gezogen. What the fuck? Was ist das? kann ich nicht mehr da reinmachen. Ist das jetzt ein Bug oder ist das so gewollt? Der Fernseher soll ich kaufen, sagst du? Ja, kauf mal den Fernseher, du kannst den Bildschirm da rausziehen. Ich doch verarschen, Junge. Das ist wie jeder Tablet jetzt. Ja, du einfach nur so eine Scheibe hast. Und anzünden. Ja, bin ich mal gespannt. Wie hast du das gemacht? Weiß nicht, ich wollte den eigentlich irgendwo hinziehen, so, und dann war das halt. Stell den einfach mal hin. Ja, jetzt habe ich... Und halt auf dem Monitor, also auf dem Bildschirm geklickt und zieh mal nach unten. So, aber richtig ruppen. Nee. Geht nicht? Nee. Versuch das nochmal. The fuck, der Fernseher jetzt. Hin. Seite 1, ne? Ja. Versuch das nochmal. Ich mache hier gerade alles kaputt, aber... Doch, jetzt! Ich hab's! Oh mein Gott. Oh mein Gott. WTF. Richtig nice. So, und jetzt mache ich die Sonne rein. Boah, Alter. Ich finde das so geil, weil das so wahrheitsgetreu ist, sag ich mal. Weil alles, was in die Sonne geht, direkt so einfach weg ist. Jo. Ich bin Batman. Boah, das ist so gut einfach. Sonne OP. Ich finde halt kacke, so dass Konzerne irgendwie nur daran denken, so heute und nicht ja morgen. Ja, ich finde das auch nicht in Ordnung. Also ich sag mal, wenn ich irgendwann mal viel Kohle haben sollte, ne? Dann gehe ich einfach hin und unterstütze so, ja, voll viele so, ich sag mal, Indie-Sachen. So, Indie-Projekte in der Wissenschaft. Ich würde auch die Archäologie voll unterstützen, so. Aber das ist halt voll viele behinderte Machthaber,
What the fuck? Supernova incoming! Ja, alles genauso wie solche Spendenaktionen an irgendwelche Sachen, ne? Da so, da geht ja auch voll viel Geld einfach bei verloren. Ja, die haben, ich habe letztens, habe ich so eine Statistik gesehen aus Amerika, wie viele Charity-Vereine ihr Geld in angebliche Verwaltungskosten, ne, reinbuttern. Da kommt nichts bei den Kindern an. Das ist so behindert. Ja. Weißt du, und dann sollst du das spenden so. Und dann stellen sie es im Fernsehen auch immer so da. So, ja, die armen Kinder, zeigen sie wieder die Bilder. Weißt du, da bin ich letztens noch drauf gekommen. Weißt du, wie absurd das eigentlich ist? Die zeigen im Fernsehen Bilder, wo die Kinder heulen. Ja, wo die Kinder ausgehungert sind. Und du musst dir ja immer mal vorstellen, wo haben die die Bilder ja her? Weißt du, die sitzen, die stehen da mit einer hochentwickelten, mit einer sauteuren Kameraausrüstung und filmen die Kinder. Ja, ja. Hier, wie heißt es dann einfach? Boah, scheiße. Die machen auch Tierdokus und so. BBC oder was? Ja, zum Beispiel so. Und dann siehst du, gab da schon voll viele Bilder im Internet, dann siehst du wieder, wie da irgendeiner gerade voll gefoltert wird und so. Und dann siehst du dann halt ein Foto von denen. Ja? So, weißt du, oder irgendwelche Tiere, die gerade voll geschlachtet werden, so, die halt unter Artenschutz leben, so, und die stehen da und filmen das, wie die Viecher ermordet werden, anstatt mal irgendwas dagegen zu machen. Ja, anstatt dahin zu gehen. Und sagen dann, ja, spendet dafür, dass der Tiger nicht ausstirbt. Ja, geh doch mal dahin und töt einfach die, die die Tiger töten. Ja, aber das ist doch voll absurd, oder, weißt du? Die Kinder, die heulen da in den Armen ihrer Mütter oder was auch immer, so, ne, und die stehen und filmen das eiskalt. Und ich denke mir, ja, was ist das denn, weißt du, wir sollen spenden und die stehen da mit teuren Kameraausrüstungen und gucken da, dass sie ihre Dokus zusammenkriegen. Ja klar, Hauptsache Kohle. Das ist voll absurd. Ja, so ist das heute. So ist das heutzutage leider. Man sieht ja auch schon im Fernsehen so, das Elend von anderen wird zur Unterhaltung für andere. Ja, und das, also, ne, unser... Alleine schon, überleg mal die Nachrichten. Die Nachrichten, ja, das habe ich letztens auch wieder. Es gibt nur, also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, sagt man ja immer, ne? Ja, 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 genau. Das ist es ja auch. Wann hört man mal was? Man hört immer nur, wenn irgendein Mensch oder so wieder irgendjemanden ermordet hat, wenn irgendwo wieder irgendwas abgebrannt ist. Man hört nie irgendwie, wenn was Schönes passiert ist, wenn, weiß ich nicht. So Sachen, so gut Sachen, die positiv sind, so Sachen erfährst du dann übers Internet, teils so über Facebook und so irgendwelche Share-Aktionen oder so, wo du mal irgendwelche Reden siehst von irgendwelchen Leuten, so Sachen, die halt kein Arsch kennt, das sind so die positiven Sachen. Ja, oder jetzt, wo mir auch gerade mal einfällt, hier zum Beispiel Dalai Lama, der Typ oder so, ne? Der ja auch immer predigt, so seid nett und so. Ja, der hörst ja auch kaum was in den Nachrichten, sag ich mal. Der hat so oft, da kriege ich über Twitter mit, der macht so oft irgendwie, also was heißt so oft, jetzt nicht jeden Tag oder so, aber so immer mal wieder alle paar, zwei, drei Monate oder so. Also finde ich schon relativ oft für so jemanden. Macht er so Livestream-Dinger auch so, ne? Und spricht da über so Sachen. Finde ich, könnte man ja auch mal was drüber erzählen, was der so gesagt hat, ob da irgendwelche neuen Sachen sind oder so. Aber nein, vor allem auch, ich habe eben, meine Schwestern haben das immer laufen, ne, bin ich an deren Zimmer vorbeigegangen, haben die RTL angehabt da wieder. Da kommen dann wieder irgendwelche Sachen über irgendwelche Mücken in irgendwelchen Urlaubszielen oder so ein Scheiß. So, warum? Warum? Oder die bringen irgendwelche die bringen ja auch Dokumentationen, aber die bringen Dokumentationen über Urlaubsparadiese und scheiß Hotels, über Kakerlaken im Teich, über... Was soll denn so eine Scheiße so? Wie wär's denn mal mit wirklich Dokumentationen so, die einem auch was beibringen, sag ich mal? Ja, RTL, Alter, scheiß auf RTL, das ist ein behinderter Sender, den gibt auch mit Leute, die besten Sender meiner Meinung nach sind immer noch D-Max und N24. Da laufen... Gut, mehr N24 als D-Max, weil auf N24 laufen so viele Dokus, das ist richtig unnormal. So gut, da wiederholt sich vieles auch, ne, aber so im Großen und Ganzen haben die schon recht breit gefächerte Auswahl, so. Ja, N24 ist richtig gut, so, seitdem du da immer mal sagst, guck da mal oder so, habe ich da auch öfter mal reingeguckt, das ist richtig nice. Wie geil! Ich hab den Fotoapparat gemacht und das Polarding und der Fotoapparat, der hat schon gepiept wegen Selbstauslöser und kurz bevor der das Foto gemacht hat, ist er eingefroren.
Was? Voll gut, mal gucken, ob der jetzt weitermacht. Ja! Ja, gut. Oh, schade, ich konnte das Bild nicht retten. Ärgerlich. Genau. Ich mache hier gerade immer mal so Verbrennungsecken.